Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal Draftermann. Für euch heute nicht im Rasen, dafür in der Werkstatt. Wenn ich das hier aufzeichne, ist es der Vergangenheits-Draftermann, denn ich habe die Arbeit schon gemacht und habe die Anmoderation vergessen. Also, heute Spindelmäher schärfen. Backlapping nennt sich die ganze Geschichte. Mit Schleifpaste ist ein geiles Ding. Schaut's euch an. Los geht's. Schaumreiniger, die Haspel, auf denen die Spindelblätter sind, eingesprüht und auch unten das Untermesser, auch von der Unterseite. Und ihr seht also hier, dieser grüne, grünbräunliche Rand auf den Klingen, das sind Harze, die sind da festgebacken. Allerdings der Schaumreiniger, der löst die relativ gut, wenn man da jetzt mal guckt. Jetzt gehen die ab und jetzt machen wir den noch richtig ordentlich sauber. Spindelmäher ist soweit jetzt vorbereitet. Ich habe außen die Antriebsräder und die Laufräder abgebaut, habe die kleinen Getrieberitzel da rausgenommen, wo dann dieser Mitnehmer Nutenstein drin ist, der dann sagt, alles klar, beim Vorwärtsschieben drehe ich und beim Rückwärtsziehen drehe ich nicht. Na, hier, das hier ist die Achse der Spindel und diese Achse, da muss ich jetzt antreiben. Da hat mir der Daniel von Instagram, ich leg den nochmal hier unten, hat mir ein Schärfset für die Spindelmäher, also für den Earthwise American Lawnmower Spindelmäher da geschickt, mit einer Paste plus einem einer Antriebskurbel. Da lässt, für die Kurbel lässt man allerdings den Nutenstein auf der Achse. Ich habe den jetzt aber rausgemacht, denn Handbetrieb ist nichts für den Raftermann. Was noch dabei ist in diesem Schärfset, ist noch ein Pinsel, um die Paste dann aufzuschmieren. Den werden wir nutzen, die Kurbel nicht. Weiter geht's. Ich habe mir da jetzt schnell einen Haken gebogen, habe den hier so ein bisschen umgekröpft, damit er da reinpasst. Und jetzt können wir hier die Spindel backlappen. Da können wir jetzt richtig Gas geben, brauchen nicht mehr mit der Hand da irgendwie so kurbeln. Und das Prinzip bei der ganzen Geschichte ist jetzt das. Wir schleifen und schärfen die Spindelmesser gegenläufig am Untermesser. Gegenläufig deswegen, damit der Grat dann, also damit die Klinge sich wieder richtig ausbildet, damit der Schliff wie das so ist, dass wenn er dann normal dreht, also richtig rum, das Gras auch richtig schön schneidet. Man versucht fast einen Freilauf hinzubekommen. Das ist bei Handspindelmähern sehr schwierig, denn Handspindelmäher sind per se nicht ganz so genau gefertigt wie zum Beispiel ein Swordman oder hier von Allet oder irgendwie sowas oder ein Toro oder ein John Deere, die richtig professionellen Spindeln drin haben, die werden natürlich richtig ordentlich geschliffen, ne? Aber
Wir machen das nicht, wir bauen die Spindel hier nicht aus, sondern wir schleifen die Spindel am Untermesser. Ganz großer Vorteil, je öfter ihr das macht, desto besser passt eure Spindel zu eurem Untermesser. Ihr müsst natürlich immer schön auf beiden Seiten das Untermesser zustellen, also das heißt ein bisschen anziehen. Ja. Und dann wird es auch richtig gut. So, und wie das Ganze dann aussieht, das seht ihr jetzt. Los geht's. Kürzester Zeit sieht man dann aus wie eine Drecksau, auch wenn man die Arbeit sonntags macht, ne? Ja, aber ich habe hier noch was anderes, und zwar habe ich noch eine richtig professionelle Schleifpaste, also die hier aus dem Schleifset, die funktioniert auch wunderbar, ist mir allerdings ein bisschen zu grob. Ich hole mal die andere. Da haben wir die andere. Das hier ist feinste Ventilschleifpaste. Also eigentlich Schleifpaste, um Ventile in Motorblöcken einzuschleifen. Der mega Vorteil an diesem Ding, das ist ein zweigeteiltes Gefäß. Auf der einen Seite ist die raue Paste, auf der anderen Seite ist eine feine Paste. Und auch die raue Paste hier ist schon feiner als das aus dem Set hier. Deswegen, ich bleibe jetzt lieber dabei, arbeite mit der rauen Paste jetzt ein paar Mal drüber und danach mit der feinen Paste. Man sieht es also, das ist wirklich so eine richtig schöne Creme und auch nicht so flüssig wie die andere. Deswegen, die fliegt nicht so rum. Wir nutzen jetzt das und dann sehen wir gleich mal, wie das so wird. Ob das besser ist. Okay, die Blätter sind jetzt soweit geschliffen. Ich sehe aus wie die Sau, kann mir dann gleich ein ganz dickes Lob wieder von meiner Frau abholen, dass ich so einen Scheißdreck sonntags mache. Ich mache den jetzt sauber, ich mache den nicht mit Wasser sauber, denn erstens mal löst Wasser diese Paste sehr schlecht. Ich benutze dazu so einen Bremsenreiniger. Ne? Einfach ein Bremsenreiniger drauf, da korrodiert dann auch nichts an der neuen Schleifstelle, also an dem jetzt wieder richtig blanken Metall. Und dann ist es ganz wichtig, wirklich essentiell wichtig, direkten Korrosionsschutz drauf. Irgendein Kriechöl oder irgendwas, damit die nun geschärften Messer und das Untermesser nicht dem Luftsauerstoff ausgesetzt ist, sonst korrodiert euch das weg. Dann ist der ganze tolle Schliff nämlich im Arsch. Alles wieder schön sauber. Die Öle sind herunten, die Schleifmittel sind herunten. Jetzt müsste ein Freischliff erreicht sein. So. Ihr seht jetzt nur an manchen Stellen berührt er jetzt noch das Untermesser, hat sich vom Untermesser praktisch direkt freigeschliffen durch das Schleifmittel, das wir aufgebracht haben. Der nächste Schritt ist, wir müssen jetzt das Untermesser wieder ein kleines bisschen zustellen. Jetzt im Moment würde der Spindelrasenmäher eher schlecht schneiden. Richtig gute Spindeln von Profigeräten, die würden in dem Zustand jetzt auch schneiden, aber macht ihr hin. Vor allem auch hier jetzt Kriechöl drauf, damit ich da keine Korrosion mehr hinbekomme. Und dann zeige ich euch, wie wir das Messer ein bisschen zustellen. Vorne eine Schraube und ich habe hinten eine Schraube. Stelle ich vorne runter, geht es vorne runter und muss hinten etwas nachlassen. Das heißt, ich will jetzt so eine Bewegung bei dem Untermesser hier machen, entgegen den Spindelmessern. Das heißt, ich muss hier vorne etwas aufdrehen und hinten etwas zudrehen. Das Ganze
sehr seicht. Wir bewegen uns hier im Hundertstel Millimeter Bereich, wo das dann schon zu viel zugestellt sein kann. Also ganz easy peasy lemon squeezy. Und wenn man den dann richtig geil wieder zugestellt hat, sodass der Kontakt wieder genau perfekt hergestellt ist, ohne dass eine Ecke anschlägt, schön gleichmäßig auf beiden Seiten, dann sieht das Schneidergebnis mit Papierteststreifen so aus. So, Boys and Girls, so soll es aussehen. Schaut euch das hier an. Wunderbar, super geil, sauber geschnitten. Nichts verfranst, sehr gut. Absolut top. Der Rasenmäher ist jetzt wieder bereit. Ich werde aus der Werkstatt rausgehen. Werde jetzt meinen Sonntagnachmittag genießen. Ich werde heute nicht mehr mähen. Es ist brutal heiß. Und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Tipps, Anregungen, alles Mögliche. Vielleicht eure Erfahrungen mit mir teilt. Auch gern mal sagt, wie ihr das macht mit eurem Spindelmäher. Gern auch mal vielleicht eine Anregung für mich, ob ihr das anders macht, komplett anders. Dann probiere ich das auch gern mal aus und zeige das dann hier auch auf dem Kanal. Lasst mir einen Daumen da, ein Abo, ein Like und so weiter auf Instagram, wäre mega cool. Auch mal hier für den Daniel nochmal, von dem habe ich ja das Set, das Schleifset bekommen. Auch wenn ich davon mehr oder weniger eigentlich nur den Pinsel benutzt habe. Aber trotzdem, die Paste ist nicht schlecht, die Paste ist gut, die ist nur sehr flüssig. Die Chemico-Paste finde ich persönlich jetzt gerade ein bisschen besser. Die ist dickflüssig und vor allem halt unschlagbar wegen den zwei verschiedenen Körnungen. Rasen sieht soweit gut aus, gerade ein bisschen trocken, muss ich auch noch was machen. Ja, und dann würde ich sagen, schaut noch bei mir im Shop vorbei, holt euch ein cooles Lifestyle-T-Shirt vom Raftermann, dreht sich ein bisschen so um Rasenpflege und dann sehen wir uns demnächst wieder bei mir auf dem Channel. Bis bald, ciao!